So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neuer Shop. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein, aber vorher noch wegen unten im Gewinnspiel. Ihr wisst ja, die meisten wissen es inzwischen. Auch wenn ich zurzeit 80% meiner Wiedergabe sind von Nicht-Abonnenten. Deshalb muss ich es immer wieder halt sagen. Unten mit dem PaySafe-Code einfach in die Videobeschreibung gucken, dann zeige ich genau, wie man den gewinnen kann. Aber Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Also bei 130 Abonnenten kommt die 13. Zahl hinzu. Aber die 13. Zahl werde ich auch hier in dem Video nochmal bekannt geben. Also wer die Videos guckt, wird die Zahl schon vorher erfahren, bevor sie unten steht. Also zuschauen lohnt sich. So, jetzt gehen wir mal schnell in den Shop. Was haben wir denn hier? Nichts Neues. Gar doch eine Spitze. Nur die Spitzhacke neu oder wie? Warte mal, warten, bis er durchgescrollt hat. Ne, der Skin ist neu. Aeronaut. Ah ja. Oder Aeronaut. Okay. Mit Battlestern. Oh. Ja. Wenn der Kopf auch noch so wäre wie der Mantel, würde ich sagen, wäre perfekt. Also diese gelb-blauen Streifen hätten sie weglassen können. Hätten sie ruhig. Von mir aus das Gelbe hätten sie schwarz machen sollen, dann hätte es auch noch recht gut gepasst, weil das Blaue ist ja insgesamt, zieht sich ja über den kompletten Skin, selbst an den Schuhen. Aber so an sich würde ich sagen, könnte man sich gönnen, also ist nicht schlecht der Skin. So, dann haben wir die Aero-Axt. Effekt. Ja, Standard. So, dann haben wir, oh Gott, die Roboterfamilie, der Bestikor. Einmal in gelb, einmal in schwarz, mit verschiedenen Stilen, aber mir persönlich gefällt der in keiner Art und Weise. Rucksack ist halt ein laufender Motor, in auch in verschiedenen Farben. Also generell halt viele Stils. Klar, macht irgendwo Sinn, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Also insgesamt finde ich den Skin halt nicht so toll. So, dann haben wir drei verschiedene, was ist das? Ah, das ist der Engelkleider. Ja. 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 Hat schon was, aber ist in meinen Augen nicht das Geld wert. Ne. Also legendäre Engelkleider ist in meinen Augen nicht wirklich. So, dann haben wir bissiger Taucher mit passender Rückenflosse. Ja, wenn man Just for Fun spielt, ist es ganz okay, aber ich finde auf der Map selbst ist er einfach zu hell. Selbst im Schnee, dann bist du von hinten auffällig, von vorne wirst du halt nicht so gesehen. Aber wie gesagt, habe ich schon letztens gesagt, Skins, wo irgendwie einen Kopf haben, wo das Gesicht rausguckt, finde ich persönlich nicht so schön. Und als legendär würde ich den jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen. So, dann haben wir noch kleiner Mampfer. Naja. So, da haben wir das. Das Psycho-Paket an sich ist immer noch drin. Hatte ich ja gestern schon vorgestellt. Ich denke, man müsste inzwischen auch jeder kennen, dass jetzt ist den dritten Tag schon drin. Dann haben wir die Magma-Tarnung. Die persönlich finde ich wieder recht geil. Also, die hat was. Mal gucken, wie so ein Ding aussieht. Boah. Also ganz ehrlich, die Tarnung, wenn das sich bis oben hinziehen würde, wäre echt noch besser. Also nur unten an den Füßen, aber die Tarnung hat was. Ich gucke halt immer im Roboter, auch wenn ich den Roboter nicht leiden kann, aber eine Tarnung immer Roboter. Aber die, ja, die hat was. Hat so ein bisschen Black Ops Style, finde ich. So, dann haben wir sie im Mode voll ablachen. Altbekannt. Ich finde, der ist halt schon gut. Wenn du einen gekillt hast, ist das die Höchststrafe. So, dann haben wir noch die Axt Brachialgewalt. Ah, hat auch Standardton. Dann noch das Emote Tiefer Depp. Naja. Deshalb kostet auch nur 200. Ist halt nichts Besonderes in meinen Augen. Dann das Outfit Gage. Ah, ist auch ein bisschen gay.
irgendwie so ein bisschen ziemlich viel weibliche Farben drin, finde ich. Und die Maske hätten sie eigentlich weglassen können. Wird besser aussehen ohne Maske, finde ich. So, dann Dynamo, die weibliche Wrestlerin. Ist ja auch in den Karten mit drin von Panini. Habe ich sowieso schon mehrmals gezogen. Ja, und das war's eigentlich schon heute mit dem Shop. So, dann gebe ich euch schon direkt die nächste Zahl bekannt. Das ist die Nummer 6. Also die 13. Zahl ist die 6. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne Abonnent, gerne Abonnent raushauen. Ja, gerne ein Abo raushauen. Wie gesagt, du siehst ja, du kannst immer was gewinnen. Helfen tue ich euch auch immer bei Fortnite. Egal was es ist, egal welche Aufgabe. Das war aber eben nicht hier dabei. Ah, haben wir doch ein paar Hängekleider. Und Tarnungen. Okay. Ja, sind also 0815 Kindertapeten. So, was war da noch? Ich will doch nochmal durchgucken. Die Tarnungen haben wir. Die haben wir auch. Schneebehörde werden sehen oder was? Die hatten wir nicht. Okay. Werkzeugeffekt kaum zu gucken, weil er schon von alleine rüber scrollt. Ja, die Kettensäge, die hat irgendwie was. So, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Schreibt gerne was in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis morgen.